Jo, Freunde der gepflegten Racing-Unterhaltung, seid ihr grüßt. Mir ist aufgefallen, dass das letzte Gran Turismo-Video bei euch ganz gut angekommen ist, oder besser als die letzten FIFA- und Warzone-Videos. Dachte ich mir, ach komm, haust du nochmal spontan hier ins raus. Weil auch diese Woche die Daily Races ganz cool sind, habe ich euch hier ein bisschen was zusammengeschnitten. Ist mehr oder weniger so eine Art Test. Wird es jetzt nicht wöchentlich geben, nur wenn es ein paar coole Rennen sind, nur wenn die Daily Races ganz nice sind. Und wenn ihr halt Bock drauf habt, das werde ich ja dann jetzt an den Bewertungen sehen. Die ganzen Rennen könnt ihr euch auch ankarten auf Finest Place anschauen, wenn ihr wollt. Möchte ich euch mal nicht länger voll haben und ab geht's. Let's go. Hier auch Fuji Speedway, Gruppe 1 Daily Race mit einem Toyota Hybrid. Let's go. Fahren wir einmal Medium, einmal Soft. Wir starten auf Medium. Das wird die erste Kurve, den Bremspunkt einigermaßen erwischen. Gut funktioniert. Wir haben munter gefightet, da fliegt irgendjemand ab. Scheint noch eine Toyota. Ist jetzt. Ja, die erste Runde ist noch nicht vorbei. Ist jetzt überstanden. Der Peugeot. Den haut es dann einfach mal weg. Der mault sich hier ganz elegant. Rein in den Windschatten vom Tomahawk. Das ist meistens echt smarter, sich einfach mal zurückzuhalten. Da vorne. Habe ich schon bedrohlich nahe den Pfeil kommen sehen. Weil der Pfeil bedrohlich nahe kommen sehen. Ach, wie scheiße, weil Satzbau gerade nicht so on point. So, die Runden waren eigentlich ganz okay jetzt auf dem Medium. Gucken, wo wir rauskommen. Rauf mit dem Soft. Let's go. Beide durch, bitte. Sind wir jetzt hinter Tunnel Racing, den wir uns hoffentlich schnell holen können mit dem Soft. Einfach innen durchgehen. Ganz gut geklappt, ohne große Gegenwehr. Ehrenmann. Na, werdet ihr euch auch ähnlich davon. Ey, meine Fresse, ey. Ich sitze auf P4. Ja, P4 ist in Ordnung. Also von der schnellsten Runde her hätte es auch locker eine 1,24 werden können, aber ja, egal. Fuji Gruppe 1 mit dem Toyota RS Hybrid. Och, das kotzt mich ja jetzt gerade schon wieder an. Ja, stopp. Alles klar, gut. Ah ja, so war jetzt hier auch vorsichtig erstmal. Ich habe auch kaum Training gehabt, der komplett raus hier. So, lassen wir den Kollegen mal Platz. Ich hoffe, er lässt mir jetzt hier auch Platz. Sehr gut.
daher verabschieden sich schon mal zwei. Zack, da schwuppt die oben vorbei. Sieht auch gut aus, das ist auch schon P6. Die sind sich hier anscheinend auch ein bisschen uneinig. Oh ja, es zieht aber auch ganz schön rüber nochmal, wo ich schon extra weit ausgeholt habe. Da hat es immer noch für die schnellste Runde gereicht. Der Wolf macht jetzt den Max Verstappen. Versucht den Windschatten zu brechen. Windschatten. Boah, so ein Last of First würde ich auch mal wieder fühlen, ey. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Risiko gehen müssen. Das wird wahrscheinlich da nicht mehr reichen für Last of First. Ja, er macht schon mal Fehler. Hat er auch grandios abgefangen. Ach, schade. Ja, weil ich USA auf Suzuka. Wir sind unterwegs mit dem Honda NSX. 92er Modell. Let's go. Frei. So, hier vorne sind sich die Leute anscheinend wieder ein bisschen uneinig. Man kennt es. Ich schlüpfe nochmal außen vorbei. Ich hoffe, der Kollege lässt mich in Ruhe hier. Ja, okay, ich hoffe, da. Unter den Deutschen schießt man sicher nicht ab. Soweit der Wunschgedanke. Genau, er schießt den Iren ab. Eieieiei, Jungs, ja, das war eigentlich abzusehen. Ach je. Yeah. Was macht er denn hier, Monty Python? Sehr spezielle Linie, muss man mal sagen. Holt sich da auch noch die Strafe ab. Null. Ja, Franzose geht weit. Ich muss sagen, mir gefällt die Kombi. So sogar Oldschool NSX Sportreifen. Könnte ruhig öfter sowas kommen als Stagways. Ah, nicht immer diese Frontkratzer-Kacke. Auf irgendwelchen 1,5-2 Kilometer Kursen fühle ich nicht so, aber. Ja, haben alle ihre Problemchen hier. Franzose hat auch gerade schon nicht den sichersten Eindruck gemacht. Vielleicht können wir da nochmal abstauben, warum ich hier so schnell bin. Und als Attacke. Gucken, ob das klappt. Ob sich das ausgeht. Wunderbar funktioniert. Auf Ansage, Digi. Ich brauche noch. Ich habe mich da eigentlich schön sauber vorbeigebremst. Ah, optimistisch. Dann habe ich schön abgedeckt. Ah, so einer ist das. Ah ja. Deutlich besser, außer unter die Brücke, die Doppelrechts war richtig Dogshit, egal. USB auf Kyoto mit den Gruppe 3 Kisten, wir fahren hier in Toyota Supra, let's go! Attacke! Ist leicht am Lenken gerade hier. Ist natürlich nicht so toll. So, hier die Kurve, sehr anspruchsvoll. Hui. Halt mal so. Puh. Jungs, ja moin. Lol. Was war das denn? Ja,
wie man hier durchkrachen kann. Ich bin vorher die Kurve gefahren. So insane, wie viel schneller man mit dem Supra hier kann. Weil dieses Spiel ist aber auch wieder ganz schön broke hier. Keine Ahnung, was hier los ist. Wie schnell zu fahren. Oh, Plätzchen gut gemacht. Ja, da habe ich die Tür offen gelassen. War natürlich nicht optimal. Auch leichter Kontakt. Alles in Ordnung. Sehr gutes Recht, vor alles in meinem Bereich. Ja, Freunde, wollte ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, macht's gut, haut rein. Ciao.